Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Game Dev Tycoon. So, genau. Mit mir BR143-02 und wir sind gerade in der letzten Folge noch in unser schönes neues Büro umgezogen. Ja, das ist halt unser schönes neues Büro. Oh, wir haben einen Erfolg freigeschalten. Mal bitte weg, danke. Ja, dadurch, dass ich jetzt alles offline gemacht habe. Achso, ich muss erst Mitarbeitertraining abschließen. Training, und zwar Mitarbeiter. Oh, hier kann man unsere Bücher lernen. Starten wir einfach mal Mitarbeitertraining. Da können wir nämlich noch einen Angestellten nehmen. Da können wir theoretisch Spiel und Sachen erforschen gleichzeitig. Oder wir machen zwei verschiedene Spiele entwickeln gleichzeitig. Kann man dann halt auch machen. So, ich kann jetzt einen einstellen. Bewerber, voraussichtliche Komplexe. Wir gucken mal, ob wir was finden. Ich glaube, wir nehmen erstmal den hier. So, der kann jetzt erstmal forschen. Und zwar mittlere Spiele, was können wir machen? Ach, der kann hier eigentlich. Ach, für Marketing fehlt uns noch 2 Punkte. Kann der. Na, dann machen wir mal Spieleberichte, Training, Feuern. Ein Abarbeitungstraining. Na gut, das kostet mir wieder alles Forschungspunkte. Ich würde gerne ein Spiel erforschen, aber irgendwie ist der noch gerade hier nicht ganz da. So, der Kollege scheint da auch fast fertig zu sein. So viel kann ich hier gerade mit Kind. Na, Spiel entwickeln jetzt. Schönerer Simulator. Truck Sim. Eigene Spiele-Engine. Plattform wählen. Was hat jetzt aktuell den höchsten Anteil hier? Aber noch der hier, ne? Ja. Der Gameling, yeah.
Und zwar, wir haben ja jetzt Story Quest brauchen wir nicht, Engine Gameplay brauchen wir auf alle Fälle, das ist eine Simulation. Dialoge brauchen wir nicht, künstliche Intelligenz kann eigentlich oben sehr runter. Weil so ein Spiel ist ja immer die KI eh für den Arsch. Also von daher. Lalalala, du hast 5 Spiele, blablabla. Ja, interessiert keinen. Jo, das lassen wir mal so. Na, wie wir sehen, arbeiten jetzt alle beide zusammen an dem Spiel. Spiel ist soweit fertig. Jetzt werden die Bugs beseitigt. Haben wir nochmal einen Designpunkt gekriegt und noch einen. Naja, Rekord, Level aufgestiegen. Dann wollen wir noch mal gucken. Was Truxim für eine Bewertung erhält. Na gut. Und Truxim startet in den Verkauf. So, Kollege vorne zu, du kannst jetzt mal erforschen. Wir erforschen jetzt mal hier Marketing erstmal. Ich nehme an, das wird uns am weitesten bringen. Mit den erforschen wir hier, wie sieht nicht, Level Editor. Wenn sie wieder fertig sind, können wir wieder das nächste Spiel machen. Also. Machen wir nicht. Ist doch nicht blöd und geben Geld ja aus für nichts. So. Mal ein neues Spiel entwickeln und zwar erstmal definitiv eigene Spiele-Engine. Natürlich wieder der. Da muss ich mal ein Genre aussuchen oder ein Thema, ehrlich gesagt. Geschichte, Jagd, Film. Machen wir einfach mal. Ed. Ist ja noch den Namen. Wie das ankommt. Wir wollen ja ein bisschen anders zu haben. Dialoge machen wir ein bisschen höher. Einfach mal so. Wir wollen die Bugs noch raus haben. Fertigstellen. Also wieder ein paar Level aufgestiegen. Damit hätten wir schon wieder das nächste. Monozon können wir nicht erforschen, das können wir auch nicht erforschen. Wir können aber mittlere Spiele erforschen. Und
Mit Aufträgen machen wir gleich, wenn der mal fertig ist. Aber in der Zeit können wir ja nochmal ein neues Spiel entwickeln. Jagd. Jagdstrati, so. Plattform, Dena, Engine, unsere. Weiter, Entwicklung starten. Lineare Entzählung wollen wir nicht. Gespeicherte Spielstände können wir auf alle dazu nehmen. Der Engine können wir ein bisschen runterschrauben, oder? Ne, lassen wir so. Ah, jetzt hier zum Publisher. Wollen wir aber gerade noch nicht. Oh, der steckt auch direkt in Spielentwicklung ein. Wir haben Jagd und Strategie. Das lassen wir so. Töne, ja. Oh, Impact ist wieder reingekommen. Mal gucken, dass wir jetzt wirklich fertig sind. Jo. Open World, geil. Das erforschen wir doch sofort. Open World. Ah ne, das müssen wir hier woanders erforschen, ne? Open World, da. Hehe. Ah, die sieht scheiße aus, die Bewertung. Ah. Jetzt sieht man schon, wie die Zahlen hier vorne so wackeln. Umso häufiger da zum Beispiel eine 10 oder so zu sehen ist, umso höher ist die. Umso, ja, man die schlechten Zahlen sieht hier, die Aids und so, umso schlechter ist halt. Ja, das ist kacke. Fangen wir doch einfach mal an mit einem Open World Game. Das ist aber jetzt noch voll. Wollte definitiv noch nicht in Urlaub schicken. So, wir nehmen mal jetzt einen Auftrag an. Scheiße, aber. Oh Gott, hier. Oh Gott, stört hier schon wieder. So. Jo. So, wir machen mal noch ein Spiel entwickeln. Mittel. Thema. Da hätten wir vielleicht mal noch
schon wieder. So ankommen. Ja, Jagd und Strategie, das wird nicht so wirklich. Ist egal. Ich will jetzt mit einer erheblichen Aufgabe. Blablabla. Beta dafür. Spiele Engine brauchen wir nicht so hoch bei dem. Ach, keine Ahnung. Machen wir mal einfach so jetzt. So. Macht da die paar Sachen. Ist jetzt auch real. Entweder das wird was oder das wird jetzt nicht. Probieren hier lieber studieren. So, wir haben Dialoge definitiv. Muss sehr hoch sein. Künstliche Intelligenz kann ruhig runter sein. Wir machen die Dialoge und die künstliche Intelligenz und er macht die. Danach schickt man den erstmal in Urlaub. Schicken wir jetzt erstmal in Urlaub. So, der ist jetzt in Urlaub. Wir machen mal ein bisschen Forschung betreiben, und zwar bessere Dialoge, Zwischensequenzen. Wir machen jetzt mal bessere Benutzererfahrung, Tutorials. Ach scheiße, was nimmt man denn jetzt hier? Einfache Zwischensequenzen. Abfahrt. Machen wir mal das. Und dann machen wir mal neue Themenbereiche erforschen. Das Spiel verkauft sich relativ gut. Alter Schwede.
was jetzt wird. Könnte knapp werden. Also besser ist, wenn alle wieder da sind. Auftragsarbeit. Ah ne, weil der ist Designer und er spätet hier für Technologie und Design. Konsole. Yay, wir kommen wieder. Mit Thema forschen und zwar der wilde, wilde Westen. Aber forschen wir den mal. Haben wir da noch ein paar Aufträge? Das ist das alles für Dinger, wo ich noch nicht die Lizenz für habe. Das heißt, wir müssen uns erstmal die ganzen Lizenzen kaufen. Wo denn jetzt alle? Detektiv und Action. Was haben wir hier? Superhelden und Action. Superhelden ist nicht erforscht. Dann wollen wir den Vertrag annehmen. Mindestbewertung 7. Spiele Größe Mittel. Mittel. Detektiv Action. Drei. Wir nehmen natürlich meine Engine. Ist ja wohl ganz logisch. Ja. So, Spiele-Engine machen wir ein bisschen her. Story-Quest auf alle Fälle. Ja. Oh, die Folge ist ja auch schon wieder länger. Ja, wir machen mal noch das Spiel schon fertig hier. Kann nichts sagen, oder? Also, wir lassen mal das Spiel jetzt hier in Ruhe erstmal bauen. Ich würde sagen, bis zur nächsten Folge. Bis dann, ciao.